Ein Youngster auf dem Weg nach ganz oben. Nach seiner Schulterverletzung im Jahr 2011 schaffte Philipp 2012 den Sprung in den Kader der ersten Mannschaft und machte in Berlin sein erstes Bundesligator für den SC Magdeburg. Nur wenige Monate später gab es wieder Schulterprobleme und Philipp musste für die ersten Spiele der Saison pausieren. Doch Philipp war, dank Super Reha, schnell in seiner alten Form zurück und kämpfte für den SCM um jeden Punkt. Bis ihn der nächste Schicksalsschlag erreichte. In der Wintervorbereitung beim Peugeot Cup in Dessau verletzte er sich erneut schwer an seiner Schulter. Es ist unerklärbar, wie es wieder passieren konnte. Die Schulter war soweit stabilisiert, die war fest, die war gesund und ist natürlich umso trauriger für mich, dass es jetzt wieder die gleiche Schulter ist. Mit verschiedenen Aufbauübungen kämpft Philipp sich zurück. Und das auch in Kienbaum oder Südafrika. Nicht nur spielerisch, auch musikalisch will er alles. Philipp ist der verantwortlich ist, ob die Musik laut oder leise ist. Er ist der Einzige, der wirklich ankommt und sagt, mach mal ein bisschen mehr mit Bum Bum. Und in dem Moment, wo wir das machen, kommt Bennett Wiegert vorbei und sagt... Na dann, danke Philipp.